fehlen uns notwendige Teile. Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger! Die Eindringlinge! Drängt sie zurück! Keine Chance. Was fällt euch ein? Los geht's. Genug. Verschwende. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird von... Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Wir sind fast draußen. Tifa, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit. Okay, machen wir mit dem Robo kurzen Prozess. Ja. Dieser Lift ist für den KI-Kern. Sehen wir, was es sonst noch gibt und entscheiden dann. Der KI-Kern auf diesem Lift macht den Roboter schneller, oder? Hast du dich entschieden? Der KI-Kern wird entsorgt. Ich hätte dasselbe gemacht. Eine Gigabombe. Wirf weg, was den Robo am meisten schwächt. Die Gigabombe wird entsorgt. Das wird dem alten Heidegger ganz sicher nicht schmecken. Wir es jetzt leichter mit dem Roboter haben? Haben jedenfalls getan, was wir konnten. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Halt mich bloß nicht auf! Das könnte ich auch zu dir sagen, Stachelschwein. Da geht noch was! Der Feind ist geschafft! Das war's da! Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Da unten gibt's nichts mehr zu tun. Statusbericht. Alles so gut wie erledigt. Beeilung. Heidegger hasst warten. Ha. Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf sie! Verschafft uns doch etwas Zeit! Heidegger hier. Wie ist die Lage?
Siehst du, Sterne? Wir brauchen noch etwas Zeit. Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge. Die abschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gewandt ist. Kein Problem. Schick den hier, Wacht, einfach auf. Aber wir sind noch nicht fertig. Ist egal. Wacht einfach. Zu Befehl! Lass den Erdaster sofort ausrücken! Jetzt geht's uns an! Keine Gnade! Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Erdaster nichts mehr zu tun! Es ist aus! Schluss mit lustig! Ha! Das habt ihr davon! Seht mal! Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Seine Reaktionen sind verlangsamt. Das macht es uns leichter. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir ja einen neuen Trend. Ohne mich. Oh. Eine Sackgasse? Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gibt schon einen Weg. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie's scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Dann will ich nichts gesagt haben. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich.
Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut, 1, 2... Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Fantastisch, das war perfekt getimt! Allerdings. Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt Hagels Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel! Ja, versuchen wir's. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett Cloud? Richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. 1, 2... Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. 1, 2... Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super! Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. 1, 2... Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. 1, 2... Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Haha! Jetzt wird die Kuh ordentlich gemolken! Das ging schneller, als ich dachte. Gute Arbeit, Leute. Verdanken wir ausschließlich deiner guten Führung, Tifa. Ach, hör doch auf. Das bisschen zählen. Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll, und zwar pickepacke. Willst wieder nach unten? Was gibt es denn da noch zu tun?
Also dann, auf ins Vergnügen! Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen. Welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung! Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei! Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Ratten! Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann mal so frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen. Wollen die Feinde Midgards erwünscht. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Niemals. Ich hasse sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud! Träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Cloud! Alles klar? Ja! Und bei euch? Alles im Himmel! Das Volk soll euch keine verbrechen! Ist nicht der Weg, Cloud? Der Blechklotz wird sich noch umgucken. Wunderbar! Der Effekt tritt sofort ein! Das war's dann! Kampf, oder? Phase 2! Jetzt wird der Ehrbaster zeigen, was er wirklich kann! Was? Aufladung initiiert! Gleich gibt es keinen Kampf mehr! Jetzt kommt was! Verdammt, knallt das rein! Hätte schief gehen können.
Wir müssen gezielt vorgehen. Mein Einsatz. Alleke! Die Kanone! Nicht sie weg hier! Unsägliches Schatten ist zwecklos! Unsere Technologie ist übermächtig! Keine Chance! Geht mir vor! Der Herr Bastard wird euch überall treffen! Die Hände nerven! Macht sie unschädlich! Ja. Was? Verteidigung des Heerbusters ist lückenlos. An dem weiß ihr ein Gegenzähl aus. Verzieh dich! Und tschüss! Ich hab genug. Jetzt wird abgerechnet. Er soll doch zeigen können, was er drauf hat. Ich gebe nicht auf. Bringen wir ihn zur Strecke. Barrett. Kein Problem. Gebt mir einfach etwas Rückendeckung. Alles in die Luft! Kümmere dich um Tifa! Danke.
für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Klaus! Weg hier!